Meist stand nicht er im Mittelpunkt, sondern seine Frau, die Queen. Aber dem Ideenreichtum, dem Durchsetzungsvermögen des Herzogs von Edinburgh hat das nie Abbruch getan. Über 4 Millionen junge Leute haben sich im Laufe der Jahre am Duke of Edinburgh Award beteiligt. Mit diesem Preis wollte der Herzog von Edinburgh junge Männer und Frauen zu besonderen Leistungen in ihrer Freizeit anspornen, zum Nutzen der Gesellschaft. Ein Beispiel von vielen, wie Prinz Philipp es verstanden hat, neben allen Pflichten eines Prinzgemahls auch eigene Initiativen zu entfalten. Viele von ihnen werden Bestand haben über den Tod des Herzogs hinaus. Am 19. Mai 2018 läuteten auf Schloss Windsor die Hochzeitsglocken. Prinz Harry, die Nummer 6 in der Thronfolge, heiratete seine amerikanische Freundin Meghan Markle. Alle Mitglieder des Hauses Windsor nahmen an den Feierlichkeiten teil, natürlich auch der Ehemann der Queen und Großvater des Bräutigams, Philipp, der Herzog von Edinburgh. Zwar hatte er in den vergangenen Jahren immer wieder einmal etwas gekränkelt, aber niemand ahnte an diesem wunderschönen Maitag, dass dies für ihn eine der letzten großen Familienfeiern sein würde. Als Harry und Meghan ihr erstes Kind Archie geboren wird, begrüßen es die Windsors mit Herzlichkeit. Aber schon bald gibt es Probleme. Harry und seine Frau kündigen ihren Rückzug von den royalen Pflichten an. Sie wollen zeitweise in London und zeitweise in Kanada leben. Die Queen lässt das junge Paar ziehen. Die spektakulären Bilder des Herzogs von Windsor, die während seines Lebens entstanden, zeigen ihn immer zusammen mit seiner Frau. Etwa am Tage des Goldenen Thronjubiläums 2002. Er war gewiss auch einer der Höhepunkte in seinem Leben. In der goldenen Staatskutsche fuhren die Queen und Prinz Philipp vom Buckingham Palast zum Dankgottesdienst in die St. Paul's Cathedral. Seit 1947 war er der Mann an ihrer Seite, wie man so sagt. Und oft genug auch der Mann, der 2 oder 3 Schritte hinter ihr ging. Aber mit dieser schwierigen Rolle eines Prinzgemahls, der eher im Schatten als im Sonnenlicht steht, ist der Herzog von Edinburgh gut fertig geworden. Tatsächlich hat er auch kaum einen Grund, so etwas wie Minderwertigkeitskomplexe zu entwickeln. Er besaß viele Talente und stammte selbst aus königlichem Haus. Prinz Philipp wurde am 10. Juni 1921 auf Korfu geboren. Sein Vater war Prinz Andreas von Griechenland, seine Mutter Prinzessin Alice Battenberg. Durch seine Mutter war Philipp ein Ururenkel von Queen Victoria, genauso wie Königin Elisabeth. Philipp war das jüngste Kind und hatte 4 ältere Schwestern, später alle verheiratet mit deutschen Prinzen. Wegen einer schweren militärischen Niederlage wurde der Vater aus Griechenland verbannt. Die Mutter und ihre Kinder fanden zunächst Aufnahme in Paris. Krankheit und Trennung der Eltern waren dann später der Grund dafür, dass Philipp unter der Obhut von wechselnden Verwandten in Deutschland und Großbritannien aufwuchs. Nach der Schule trat Prinz Philipp in die britische Marine ein. Im Rahmen seiner Kadettenausbildung kam es dann zu jener Begegnung, die sein Leben von Grund auf verändern sollte. Es war der 22. Juli 1939. König Georg VI. Besuchte mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern das königliche Marinekolleg Dartmouth, wo er als Kadett gedient hatte. Was als ein fröhlicher Familienausflug geplant war, ging später als ein historisches Datum in die Geschichte des Hauses Windsor ein. Nach einer Parade fanden Vorführungen in der Turnhalle und im Schwimmbad statt. Einer vor allen anderen Kadetten hatte es der 13-jährigen Prinzessin angetan. Philipp, damals 18 Jahre alt. Obgleich man sich gewiss schon früher bei Familienfesten begegnet war, heißt es, in Dartmouth habe sich Elisabeth Hals über Kopf in ihren blonden Griechenprinzen verliebt.
Fünf Wochen später, am 1. September 1939, marschierten deutsche Truppen in Polen ein. Am Sonntag, den 3. September, liefen die Ultimaten ab, die England und Frankreich Hitler gestellt hatten. Damit befand sich Großbritannien im Krieg und im folgenden Jahr begannen die deutschen Bombenangriffe auf London. Während das Königspaar in der Hauptstadt ausharrte, waren die Prinzessinnen nach Windsor evakuiert. Prinz Philipp tat Dienst auf einem Kriegsschiff im Mittelmeer. Auch der Buckingham-Palast wurde 9-mal von deutschen Bomben getroffen. ...1947, zwei Jahre nach Kriegsende, nahm König Georg VI. Seine Familie mit auf eine Seereise nach Südafrika. Einerseits sollten Frau und Töchter sich von den Entbehrungen der Kriegs- und Nachkriegszeit erholen. Andererseits wollte der Vater seine Älteste wohl auf die Probe stellen, ob sie es wirklich ernst meinte mit Philipp. Aber die ließ bei allen fröhlichen Deckspielen keinen Zweifel aufkommen, dass sie nur an einen dachte, ihren blonden Griechenprinzen. Mit ihm hatte sie während des ganzen Krieges korrespondiert. Er war von ihren Eltern 1943 auch nach Windsor eingeladen worden. Nun stand der 21. Geburtstag der Prinzessin bevor. Der König ahnte, die glückliche Zeit von As Four, wie er das Familienquartett gelegentlich nannte, würde wohl bald zu Ende gehen. Am 8. Juni 1947 verkündete der Buckingham-Palast, es geschieht mit größter Freude, dass der König und die Königin die Verlobung ihrer innig geliebten Tochter Elisabeth mit Leutnant Philip Mountbatten Royal Navy bekannt geben. Elisabeth war damals 21, Philipp fast 26. Allerdings, nicht alle schätzten den Bräutigam in gleicher Weise. Es gab erhebliche Vorbehalte. He was very welcome by Princess Elizabeth and the immediate family, but I think that he was less welcome by the more extended family. It would be fair to say. Prinzessin Elisabeth und ihrer engsten Familie war er sehr willkommen. In der weiteren Verwandtschaft sah das etwas anders aus. Man nahm natürlich Anstoß an seinen deutschen Familienbanden. Dabei hatte sein Onkel, Lord Louis Mountbatten, alles Erdenkliche getan, Philipp zu einem guten Engländer zu machen. Aus dem dänischen und griechischen Prinzen war ein britischer Marineoffizier geworden. Er gab seine fremdländischen Titel auf und nahm den Namen Mountbatten an. Der gleichnamige Onkel war in der Großfamilie keineswegs nur beliebt. Vielleicht hat sich auch das etwas negativ auf den Neffen ausgewirkt. Der hatte zwar seinen griechisch-orthodoxen Glauben nie aufgegeben, er war aber gleichzeitig Anglikaner geworden. Alles in dem Bestreben, die Voraussetzungen für das Bild eines guten Engländers so komplett wie möglich zu erfüllen. He didn't, I think, ever renounce Greek orthodoxy as such, but he certainly became a member of the Church of England as such. And so all these things were sort of to place him very much in the fray. Am 20. November 1947 fand in der Westminster-Abtei die Hochzeit statt. Auf dem Trauschein stand Philipps neuer Titel, Herzog von Edinburgh. Schon vorher hatte König Georg VI. Seinen angehenden Schwiegersohn zum Ritter des Hosenbandordens ernannt, dessen Stern der Bräutigam bei der Hochzeit stolz auf der Brust trug. Nicht geladen waren zum Kummer des Herzogs seine Schwestern. Sie waren wegen ihrer deutschen Ehemänner 1947 im von Bombenangriffen gezeichneten London noch unerwünscht. Irritationen gab es später in der Namensfrage. Nachdem der etwas forsche Onkel sich nach der Thronbesteigung damit gebrüstet hatte, dass nunmehr das Haus Mountbatten im Vereinigten Königreich herrsche, intervenierte die Großmutter der Braut Queen Mary beim britischen Premierminister. Winston Churchill fiel damals die nicht gerade angenehme Aufgabe zu, seiner jungen Königin klarzumachen, dass in der Namensfrage eine Änderung völlig unakzeptabel sei und natürlich auch in Zukunft das Haus Windsor, nicht etwa das Haus Mountbatten herrsche. 1949 wurde Prinz Philipp, der seinen Dienst in der königlichen Marine auch nach der Hochzeit fortgesetzt hatte, nach Malta versetzt. Prinzessin Elisabeth und Charles, 1948 geboren, blieben in London. Philipp war zu diesem Zeitpunkt Kapitänleutnant. Ein Jahr später wurde er zum Korvettenkapitän befördert. Wenn seine Frau ihn auf Malta besuchte, lebten die beiden wie ein ganz normales junges Paar. Zwar stellte ihnen Onkel Louis Mountbatten in dieser Zeit immer seine eigene Prachtresidenz zur Verfügung,
Aber sonst sah der Alltag der Prinzessin nicht anders aus als der Alltag jeder anderen Offiziersfrau. Partys, gemeinsame Unternehmungen, viel Freizeit und Schwimmen. Es waren die sorglosesten Jahre in der Ehe von Philipp und Elisabeth. Ein Leben weitgehend ohne Pflichten, denn die versah in London ja der König. Lange Zeit sah es so aus, als ob Prinz Philipp die Karriereleiter als Marineoffizier aus eigener Kraft bis zur obersten Sprosse würde erklimmen können. Das Zeug jedenfalls, meinten seine Vorgesetzten, hatte er dafür. Aber es sollte anders kommen. In der Nacht vom 5. zum 6. Februar 1952 starb König Georg VI. In Sandringham. Die Tochter, die in dem Augenblick, als der Vater die Augen für immer schloss, Königin Elisabeth wurde, befand sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Mann in Afrika. Beide eilten heim und nahmen an den Beisetzungsfeierlichkeiten in der St. George's Chapel in Windsor teil. Als der König zur letzten Ruhe gebettet wurde, hielt das ganze Land den Atem an. Die Nation hatte begriffen, was sie Georg VI. Zu verdanken hatte. Er hatte die Bürde der Krone übernommen, obwohl sie ihm eigentlich zu schwer erschienen war. Er war in den Kriegsjahren zu einem Symbol des Widerstandswillens geworden. Er hatte die Würde der Krone wiederhergestellt, die sein Bruder Edward VIII. Mit der Abdankung so leichtfertig aufs Spiel gesetzt hatte. Nun begann ein neues Zeitalter. Im Juni 1953 fuhr Königin Elisabeth zur Krönung in die Westminster-Abtei. Ihre Rolle als Souverän war klar beschrieben, Philipps Rolle war es nicht. Denn ein Prince Consort, ein Prinzgemahl, kommt in der britischen Verfassung nicht vor. Nach der Krönung war der Herzog von Edinburgh der erste der weltlichen Lords, die der Königin huldigen durfte. Ein Zeichen dafür, wie nah er ihr war. The death of King George VI was, I think, the worst thing that could have happened to him. Der Tod von König Georg VI. War für Prinz Philipp das Schlimmste, was ihm passieren konnte. Als er 1947 heiratete, war der Gesundheitszustand des Königs relativ stabil und man konnte annehmen, dass er sein Amt noch viele Jahre würde ausüben können, was für Prinz Philipp und Prinzessin Elisabeth das angenehme Leben einer Offiziersfamilie bedeutet hätte. Tatsächlich trat das ja auch genau ein, wenn man zum Beispiel an die Malta-Zeit denkt. Mit dem Tode des Königs änderte sich das alles natürlich. Vielleicht änderte es sich sogar schon etwas früher, denn 1951 musste Prinz Philipp seine Frau nach Kanada begleiten, weil der Vater unpässlich war. Man ahnte schon damals, wie krank der König war, sodass vorsorglich Texte der Nachfolgeproklamation und Trauerkleidung mit auf die Reise gingen. Aber es ist richtig, dass der Herzog von Edinburgh genau wusste, dass in dem Augenblick, in dem der König starb, seine berufliche Karriere ein für alle Mal zu Ende war. Ankunft des königlichen Zuges an einem kalten Wintermorgen in Worcester, ein sogenannter Away Day, ein Tag, den die Queen irgendwo im Land, jedenfalls nicht in London, verbringt. Für den Herzog von Edinburgh war es ganz selbstverständlich, dass er bei offiziellen Anlässen wie diesem an die Seite seiner Frau gehörte. Sie ergänzten sich dabei auch gut. Während die Queen sehr formell einen nach dem anderen begrüßt, konnte es schon passieren, dass zwei Schritte hinter ihr das sonore Lachen von Prinz Philipp zu hören war. Oft gab es an einem solchen Tag auch spezielle Programmpunkte, die der Herzog von Edinburgh ohne die Queen wahrnahm und umgekehrt. Irgendwo, wie hier in der Porzellanmanufaktur von Worcester, traf man sich dann wieder. Auf diese Weise bewältigten die beiden ein sehr viel umfangreicheres Programm, als wenn sie immer nur gemeinsam aufgetreten wären. Als Ehemann der Queen fühlte sich der Herzog von Edinburgh auch als ihr wichtigster Beschützer. Zwar kümmern sich um die Sicherheit der Königin in der Regel Kriminalbeamte in großer Zahl, trotzdem kann es bei Auftritten in der Öffentlichkeit schon mal passieren, dass jemand der Königin zu nahe kommt.
Das gilt vor allem für Fotografen und Kameraleute. In solchen Fällen konnte Prinz Philipp sehr unangenehm werden. Er verlangte von den Medien Respekt für seine Frau und das bedeutete für ihn auch eine gewisse Distanz. Abgesehen von den Reisen im eigenen Land hat der Herzog von Edinburgh die Queen auch auf allen ihren Auslandsreisen begleitet und auf diese Weise seit 1947 die Welt und ihre politischen Köpfe mit ihr gemeinsam aus allernächster Nähe kennengelernt. Zu den heute schon historischen Staatsbesuchen zählte die Begegnung mit Präsident Boris Jelzin im Moskauer Kreml 1994. Solange das Sowjetregime an der Macht war, kam ein Staatsbesuch für die Queen nicht in Frage. Schließlich hatten die Revolutionäre 1918 Vetter Russland, wie der Zar im englischen Königshaus genannt wurde, mit seiner ganzen Familie umgebracht. Nun, nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes, konnte endlich ein Schlussstrich unter dieses blutige Kapitel britisch-russischer Beziehungen gezogen werden. Auch für Prinz Philipp war dies eine Reise in die eigene familiäre Vergangenheit. Denn die Frau des letzten Zaren, Alix, aus dem Hause Hessen gebürtig, war eine Großtante des Prinzgemahls. Auch bei dem großen Zeremoniell, das das englische Königshaus vor allen anderen Höfen Europas auszeichnet, hier zum Beispiel die alljährliche Versammlung der Ritter des Hosenbandordens, war Prinz Philipp eine vertraute Gestalt an der Seite seiner Frau. Er war Mitglied des britischen Oberhauses, wo er allerdings, wie es die Konvention verlangt, nie das Wort ergriff. Das bedeutet aber nicht, dass er sich generell mit öffentlichen Erklärungen zurückhielt, ganz im Gegenteil. Well, I think the Queen has always appreciated that Prince Philip should be allowed to say what he likes, and I think Prince Philip also takes the view that. Die Queen war wohl immer der Auffassung, dass Prinz Philip sagen sollte, was er wollte. Und Prinz Philip machte von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch, wobei es ihm egal war, ob die Leute seine Meinung teilten oder nicht. Gleich zu Beginn seiner Karriere als Prinzgemahl bezeichnete er den Daily Express als eine ganz furchtbare Zeitung. Der Verleger, Lord Beaverbrook, antwortete mit einer Karikatur, in der er vor dem Tower of London zu sehen war und sagte, wenigstens liest er den Daily Express, denn wie wüsste er sonst, dass er so eine fürchterliche Zeitung ist. Später haben die Medien dann viele seiner Aussagen trivialisiert und ihn als jemanden dargestellt, der kein Fettnäpfchen, das man treten konnte, ausließ. Es entstand das Image eines Mannes, der unentwegt taktlose Bemerkungen machte. Das hat aber keineswegs getan. Er ist ein Hochintelligenten. Den beiden Internatsschulen, die der Herzog für seinen Sohn ausgewählt hatte, war das dann später ganz anders. Dem Herzog von Edinburgh hatten das raue Klima und der strenge Geist von Gordonston nichts ausgemacht, als er in den 30er Jahren Schüler des Internats war. Im Gegenteil. Die Philosophie der Kargheit von Gordonston entsprach so ziemlich seinem eigenen Erziehungsideal. Sein Sohn Charles indessen fühlte sich dort oben an der Nordostküste Schottlands, als ob er eine Gefängnisstrafe abzubüßen hätte. Er zählte die Tage und Nächte bis zu den nächsten Ferien und bat immer wieder darum, die Schule wechseln zu dürfen, aber davon wollte der Vater natürlich nichts wissen. Auch in späteren Jahren hat der Vater immer wieder Einfluss auf den Sohn genommen. Als die damalige Lady Diana Spencer eine Rolle in Charles' Leben zu spielen begann, war es der Herzog von Edinburgh, der dem Sohn die Pistole praktisch auf die Brust setzte mit der Alternative, entweder um ihre Hand anzuhalten und damit die eigene Familie und die Nation zu erfreuen, oder die Beziehung sofort abzubrechen, um der Reputation von Lady Diana nicht zu schaden. Prinz Charles hat dem Vater deshalb wohl nie einen Vorwurf gemacht, aber die Rolle, die er in seinen frühen Jahren gespielt hat, hat er schon kritisch betrachtet. Wenn sich Prince und Princess of Wales später in einem Punkt einig waren, dann in dem. Ihre eigenen Kinder sollten keinesfalls Schulen besuchen, in denen sie sich unglücklich fühlten. So absolvierten sowohl William als auch Harry Englands traditionsreichste Internatsschule Eton. Und auch sonst war Charles ein sehr viel liberalerer Vater als der Herzog von Edinburgh. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, wurden William Repräsentationspflichten bis zu seinem Studienabschluss erspart. Er konnte in seiner Freizeit machen, was er wollte. Charles hingegen stand schon in jungen Jahren ewig auf dem Präsentierteller.
International hat der Herzog von Edinburgh eine wichtige Rolle in Fragen des Natur- und Umweltschutzes gespielt. In seiner Eigenschaft als Präsident des Worldwide Fund for Nature begleiteten wir ihn 1985 in den Senegal. Westafrika litt damals wieder einmal unter großer Dürre. Prinz Philipp wollte sich ein eigenes Bild von der Situation machen. Und wo immer er bei seiner 6-Staaten-Tour Fragen stellte, erhielt er dieselben Antworten. Ein dramatischer Rückgang von Tieren und Pflanzen und ein nicht weniger dramatischer Zuwachs der Bevölkerung. Sie haben sich ja für Umweltfragen, Königliche Hoheit, zu einem Zeitpunkt interessiert, als das Wort Umwelt jedenfalls noch lange kein Modewort war, so wie es das heute ist. Wie hat das bei Ihnen angefangen? Ach, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Ich war immer, also wenn man im Land aufgezogen ist, dann ja, versteht man ein bisschen von dem Balance, also zwischen, wenn man Jagd macht, man muss genau, wo, man weiß genau, wenn man nicht jagen soll und was, wann man da jagen darf und wie viel man nehmen soll. Und so, dann hat man eine Idee, was passiert. Dann, wenn man also hinreist und sieht, dass das alles schlechter wird, dann ist man natürlich, man sieht, dass das ganze Sache ist gedroht. Ja. Die Krokodile sind fast weg, die Manatees sind. Es gibt 4 Länder, ja. Und das ist eine enorme Sache. Fische, es wird ausgefischt. Die Antilopen sind fast alle weg. Das heißt, es ist eigentlich schon 12. Man sagt ja immer, es ist 5 vor 12, es ist eigentlich schon 12 Uhr. Eigentlich nach 12. Im Norden Senegals kümmerte sich der Worldwide Fund for Nature damals um ein riesiges Feuchtgebiet von 16.000 Hektar Fläche. In normalen Zeiten war es ein Paradies für die Zugvögel, die Europa im Herbst verließen und in Afrika überwinterten. Von diesem Hochstand aus blickte man sonst auf einen riesigen See. Beim Besuch des Herzogs von Edinburgh war er völlig ausgetrocknet. In Gambia zum Beispiel war ich hier in 57. Und das war wunderbar schön damals. Jetzt ist das Population gedoppelt. Seitdem. Und damals waren sie eigentlich ziemlich reich. Also das ganze Land war schön und es war viel Arbeit. Und jetzt sind sie, die meisten sind arbeitslos. Die Bäume sind fast alle weg. Es gibt kein Wasser. Und das ist nach die Entwicklungshilfe, das überall gegeben ist. Und überall, wo ich hingegangen bin, ist trotz der Entwicklungshilfe sind die armer wie vorher. Ich glaube, es ist schade, aber ich glaube, das ist wahr, dass die Entwicklungshilfe hat als Endprodukt mehr Leute, nicht höhere Einkommen. Als Präsident einer großen Umweltorganisation meinte der Herzog von Edinburgh damals auch, mit gutem Beispiel vorangehen zu müssen. Statt eine der großen Rolls-Royce- oder Bentley-Limousinen der Königin zu benutzen, fuhr er mit einem Elektrofahrzeug durch die Straßen Londons. If a project comes up, his first thought would be, now, is this project worth supporting? And he would examine that. Wenn ihm ein Projekt angetragen wurde, fragte er zumeist, lohnt es sich, die Sache zu unterstützen? Wenn ja, steckte er eine Menge Energie hinein, um am Ende auch wieder zu fragen, war es ein Erfolg? Was hat es bewirkt? Er war sehr pragmatisch. Ob die britische Öffentlichkeit das je richtig verstanden hat, dass er eben nicht nur der Mann war, der immer ins Fettnäpfchen trat, das weiß ich nicht. Aber gerade auch Mitglieder des sogenannten Establishments, das ihm am Anfang ja beinahe feindselig gegenüberstand, sind, wenn sie je mit ihm zu tun hatten, immer beeindruckt von ihm gewesen. Insofern geht es ihm ein bisschen wie Prinz Albert, dem Prinzgemahl von Queen Victoria. Zu dessen Lebzeiten wusste man nicht viel von ihm, war ihm gegenüber vielleicht auch argwöhnisch eingestellt. Im Laufe der Jahre haben wir dann begriffen, wie viel Glück wir mit ihm gehabt haben. So ähnlich wird es vielleicht auch mit Prinz Philipp sein. Der Herzog von Edinburgh nahm an der jährlichen Geburtstagsparade zu Ehren der Königin stets hoch zu Ross teil. Ab dem Jahre 2003 saß er dann zum ersten Mal neben seiner Frau in der Kutsche.
Ein paar Tage zuvor war er 82 geworden, noch immer eine imponierende sportliche Erscheinung. Im Jahre 2017 erklärte er dann, dass er keine öffentlichen Pflichten mehr wahrzunehmen beabsichtige. Es war dasselbe Jahr, in dem die Queen und Prinz Philipp ihren 70. Hochzeitstag feierten. Prinz Albert, der deutsche Prinzgemahl von Queen Victoria, ist heute in der historischen Rückschau eine viel geachtetere Figur als zu seinen Lebzeiten. Mag sein, dass Prinz Philipp ein ähnliches Schicksal widerfahren wird. In den Bereichen Umwelt, Technologie, Jugendarbeit, Sport hat er seit 1947 immer wieder wichtige Beiträge geleistet. Er war ein Mann mit vielen Gesichtern, von denen die Öffentlichkeit zu seinen eigenen Lebzeiten einige gar nicht wahrgenommen hat. Für zukünftige Biografen bleibt noch viel zu entdecken. Der Herzog von Edinburgh war kein Mann, der sich gerne feiern ließ. Das Einzige, was man von seinem Geburtstag wahrnahm, war der Ehrensalut, der Jahr für Jahr am 10. Juni gefeuert wurde. Für sich selbst eine Geburtstagsparade zu verlangen, wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Wenn er die eigenen Kinder mit einer gewissen Strenge behandelte, ist von den Enkeln und Urenkeln nichts dergleichen überliefert. Im Gegenteil, er freute sich, wenn sich nach der Geburtstagsparade für die Queen auch der jüngste Nachwuchs auf dem Balkon des Buckingham-Palastes einstellte. Sie werden ihren Urgroßvater in liebevoller Erinnerung behalten.